Das ist Formel 1 für Arme. Pur Feeling. Hartz-IV-Empfänger. Ja, ja, komm. Ne? Machen wir die ganze Sache auf die Sahne hier. Oh. Der Clou wäre es natürlich, wenn du das Ding anmachst und hast ja irgendwie so einen größeren Motor vom Waldmoped drin oder so. Oder vom Rasentraktor. Ich habe da einen von der Hartz-Rüttelplatte drin, eine Diesel-Zweizylinder. Oh, das ist gut. Ich dachte von der Liter auf 100. Ich dachte, ein Zylinder-Diesel von der Enfield Bullet. 1 Liter auf 100. Ja. Top-Speed noch 40, aber was soll's. Aber 1 Liter Rapsöl, ne? Ja. Schon klar. Ja. Ach, der Dietmar. Der Dietmar kommt, hi. Hallo. Park hier, doch irgendwo. Musste, glaube ich, da oben auf dem Dings fahren, auf dem Waldpark. Oder hinter meine Garage, da kannst du auch hinfahren. Guck, wird Dietmar auch noch ein YouTube-Star. Doch, das wird gleich noch eingestellt. Vorher natürlich ein bisschen nachbearbeitet. Dein Gesicht noch ein bisschen geschönt. Erstmal die 5 Punkte weiter angelegt, eine Viertelstunde später. Ja, dass so der Motor läuft, werden wir wohl heute nicht mehr hören, ne? Wahrscheinlich springt die Mistkrücke auch gar nicht an. Heute machen wir ein bisschen zu, wir essen Weihnachten zeitig. Mann. Das ist optimale Fluchtfahrzeug vor der Bank. Ja, kannst du bei den LKWs runterherfahren, ne? Schnell den Gurt anlegen. Ja, ich meine, bist du Ordnung, wie wir jetzt angeschnallt sind. Ja. Da bist du aber auch anders angeschnallt dann. Ich aber durch, du. Jetzt lass uns mal hören, ob die Kiste auch läuft. Der Zweizylinder. Uiuiui. Dinge, der muss ich auch wieder dran machen, ne? Zur Not, wenn's geht. Ui. Schnickschnack. Reiß mal dran, ob es auch wirklich hält. Ja. Also morgen denn, ne? Ne? Adieu. Tschüss. Ja, ist alles frei. Bon voyage. Tschüss.